ich darf mich herzlich bei Ihnen begrüßen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf einer Reise, nicht wahr? Wir schlafen ja sowieso fast täglich in einem anderen Bett Deutschland und sind auf einer Tournee durch das Innere. Ja, ja, auf der linken Seite sehen Sie die Demokratie, auf der rechten, was davon übrig ist. Ja, leider hat sich unserer Reisetruppe das Sortiment der Politiker noch nicht angeschlossen, weil sie beim Anblick des Staates nicht einmal mehr ein How nice, how beautiful über die Lippen bringen. Nicht die alten Amerikanerinnen können das auch so toll. Diese ehrfürchtige Formel, das kennen Sie ja auch, dieses, ich schwöre, dass ich das deutsche Volk mehren und wenden soll oder so ähnlich. Ja, wird ja zum Beispiel bei Kohls Vereidigung zum Ausdruck indignierten Staunens, nicht? Oder liegt es an seiner Sprache? Ich habe es auch noch nicht ganz rausgekriegt. Jedenfalls sagt er doch, oh Gott, hör auf. Er spricht doch das N immer so draußen, ja. Auch wenn am Anfang des Satzes überhaupt kein N ist. Das ist ja immer so furchtbar schwer, wieder zurückzuziehen. Ey, was habe ich mir schon auf die Zunge gebissen, aber egal. Das sagt er doch. Auf die, ich schwöre, das war die Formel, die müssen wir uns merken für den Zusammenhang. Und da sagt er drauf, ich komme auch nicht dazu. Er ist ja der Einzige, der bei sich noch ernst bleiben kann. Aber egal. Ich schwöre nicht mal, dass er. Was heißt Amtseid? Hat er doch gesagt für Jenniger, ja? Zum Jenniger. Ich höre, dass ich das Grundgesetz wahren und mich dem Deutschen widmen soll. Ich dachte, ich bin Gantler. Ja! Wollen Sie da noch Bürger sein? Was? Auf die Straße gehen, protestieren, demonstrieren. Da können Sie eigentlich nur noch Reisender sein und gucken. Ja, das Grundgesetz angucken reicht völlig. Haben Sie gesehen? Gut versteckt. Die alten Sachen sollen wir sowieso nicht so sehr benutzen. Akropolis und Kolosseum, das wird ja auch nicht mehr benutzt. Wissen Sie, da verfällt so vor sich hin. Da wird nicht mehr verbessert dran. Man versucht nur irgendwie den Verfall aufzuhalten. Aber das ist auch genau das, was die Regierung in Bezug auf den Verfall des Grundgesetzes nicht will. Was denn? Aufgehalten werden. Na, na gut, egal. Jetzt gucken wir mal, was noch übrig ist. Nicht morgen kann schon wieder viel weniger sein. Im Augenblick haben wir ja furchtbar viel sogenannte Demokratie. Es sind ja dauernd irgendwelche Wahlen, obwohl ja immer noch nicht geklärt ist, ob vor Kabarettsendungen überhaupt gewählt werden darf. Nee, na ja, nur, ich meine. Nee. Und dann passiert's doch. Ja, dann steht man vor. Neuerdings wird ja immer noch mal nachgewählt. Ja, ja, bis richtig passt. Ja, voll, ja. Ob Hamburg ist oder Kiel auch. Oh. Da kann man auch nur irgendwo noch reinbeißen. Aber toll, ist das toll, ist doch mit dem Untersuchungsausschuss. Ausschuss. Was? Ein Bild zum nächsten. Und so klar, das alles so klar. In 5 Monaten. Also das ist das Einzige, was ja nicht klar ist. Da stört mich ein bisschen diese Suche nach dieser Flasche Rotwein. Nicht wahr? Ja, die er aufs Zimmer bestellt hat. Dabei ist er seit Jahren die Suche ergebnislos nach den Flaschen, die der Wähler nach Bonn bestellt hat. Seit Jahren. Seit Jahren. Man weiß nur schon, das haben die auch im Ausschuss rausgekriegt, dass im deutschen Volk schon viel an Demokratie abgestorben ist durch diese Überdosis Politik, nicht wahr? Und diesen verzweifelten Warten des Wählers auf Informanten. Müssen Sie sich jetzt selber irgendwie zusammenfummeln. Bleibt die Frage, komm mal her, also, aber nicht laut sein. Täte Barschel heute noch leben, wenn der Wähler weiterhin nichts von ihm wissen täte? Natürlich! Und da ist's wie vor 10 Jahren bei dem Schleier. Ja, ja, den musste der Staat opfern, damit der Terror nicht die Oberhand kriegt. Und so musste der Wähler den Barschel opfern, damit der Staat nicht die Oberhand kriegt. Ja, wa, 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 wa. Ha, ja? Der Preis für die Information des Wählers ist, dass Politik nicht nur über Leichen geht, sondern auch über die eigene. Da kann man nichts machen. Ein Preis, der bereits viel zu hoch ist, denn es ist ja von Barschel einiges Leben geblieben.
Aber guck mal, sogar für seine Freunde war er vorher noch untragbar. Und schon am Tag selber, wie es passiert war, da war er plötzlich bloß honorig. Das heißt, das Untragbare an ihm war offenbar ja dann nicht mitgestorben. Das kenne ich von Deutschland bloß so. Ich habe noch nie generell in Deutschland eine Todesannonce gelesen, wo es heißt, wir trauern um den krummen Hund oder falsch. Noch niemals! Nein! Das heißt, das miese, abgefeimte, unmenschliche, bestechliche Verbote, um es mit einem Modewort zu sagen, das politische eben, entschläft nicht mit dem Menschen. Das Untragbare bleibt in dieser Welt. Und wenn ich mir Stoltenberg und Krippen angucke, ist eine Ähnlichkeit mit toten oder nicht lebenden Personen nicht zufällig. Nein! Aber nein! Deswegen haben ja die Barschels damals den Stoltenberg und Krippen auch gleich mit obduzieren lassen, Wähler. Weil, Weil, das ist wirklich zu gespenstisch. Wisst ihr, dass das, was der Herr überleben lässt in abgestürzten Flugzeugen, dann von den ihn vertretenden christlichen Parteien vollends ausgerottet wird? Das ist reich. Das ist reich. Alter, so geht's nicht. So geht's nicht. Das ist ja das Paradoxe, wissen Sie, von Bonn und Kiel. Das sagen wir mal, je mehr es dem Politiker um Ansehen geht, ne, umso weniger soll der Bürger hingucken. Gell? Es ist also, ja, wir füllen als Bürger nicht mehr den Staat aus, sondern nur noch Fragebögen in Form von Volkszählung. Ja. Alles zählt, bloß das Volk halt nichts. Ja. Und da sagt ja der Strauß drauf, der tut einem auch leid. Gell? Der hat doch gerade wieder Pflichten müssen nach Südafrika. Vor dem Kohl, ja? Und hat trotzdem wieder einen Ärger gekriegt mit ihm. Also, der tut mir so leid. Ach, nein. Das, die ganze Streiterei, die kommt ja aber woher? Wisst ihr? Ha ja, die hat ja einen Ursprung. Das hat alles angefangen, wie der Kohl gerade angefangen hat mit dem zum Kanzler zum Sein. Ganz stolz, wie er war, hat er es rausgesagt. So, der Regierungssitz ist in Bonn. Neu Age hat er nicht gesagt, aber es war klar dran. Aber ganz päp hat er sich noch draufgesetzt. Bitte. Der Regierungssitz ist in Bonn. Ja. Hätte doch der sein Gost halten. Der Strauß hätte es nie gefunden. Aber Und so regiert der Kohl heimlich, dass es keiner merkt. Aber er verrät halt wo, das ist halt der Fehler. Und da sagt der Strauß knallhart, Moment, Einschaltquote, da hilft ein brutales Sendeangebot. Ja. Asyl, Kronzeuge, Vermummung, keine Pornokinos, weil die Regierung sich schon genug entblößt. Mir reicht schon, wenn sie alle 4 Jahre vom Wahlakt spricht. Dann Waffenhandel, ganz wichtig. Vielleicht exportiert man auch einmal den Strauß selber als alte Tretmine. Die macht doch die Dinge so furchtbar zu schaffen, die FDP. Die Dauerleihgabe an das deutsche Volk. Dass das Korrektiv, der deutschen Regierungen immer in Form von FDP gewählt hat. Unglaublich. Jetzt sind sie in Hamburg wieder mit zu Potte, nee, zu Gange. Nee, ja, mit der SPD. Wer die Wahl hat, hat den Genscher. Der taucht als Haar in jeder Suppe auf, ist er wahr. Ja. Die haben ja sogar den Engelhardt wieder durchgebracht. Sogar den Engelhardt. Obwohl, wir hätten ihm auch eine Entlassung gar nicht mitteilen können.
Nicht, weil er so sensibel ist. Nein, wir hätten ihn nicht wach bekommen. Na, du nicht. Das war zu viel. Lass mal, ist egal. Nee, nee, nee. Für die FDP ist eben wichtig, dass die Hose, in die alles ging, jetzt erst richtig gewendet wird. Der ganze Scheiß wird jetzt sichtbar. Denn die Probleme mit dem Grundgesetz aufwerfen. Wie gesagt, Asyl, Kronzeuge, Vermummung, nicht? Atom natürlich auch, Chemie, Umwelt und das alles. Da sagen die anderen auch nicht mehr viel dazu. Die beiden, nein, beiden etwas, die sind schon ein paar mehr natürlich, aber wie heißen denn die? Komme ich immer nur vom Namen nicht. Bonner Elendsviertel, die Stimmenfundus für Schwarze und Grüne. Prozent in Fundgrube für alle SPD! Ja, 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 ja. Erblickt allmählich das Nichts der Welt? Ja. Ich meine, sie ist nicht mehr im Volkbesitz ihrer Kräfte. Nein, nein. Und für Schmidt hat ja die SPD sowieso seit Nürnberg einen Rückschrittmacher, nicht wahr? Der regelmäßig Impulse zum Ableben vorgibt. Es gibt in der SPD nach dem Nord-Süd-Gefälle nur noch ein Süd-Nord-Gefälle. Im Norden nimmt die SPD gegen den Süden stark ab, besonders da, wo sie im Vergleich zum Norden schon vorher bemerkenswert vermindert war. Ja, 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 ja. Es sollen ja für die SPD in bestimmten Landstrichen schon Nationalparks eingerichtet werden. Für bedrohte Arten. Ja! 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 Wisst ihr, das Problem der SPD ist halt, dass sie immer nur mit rund erneuerten Autoritätsreifen viel zu schnell fährt. Jetzt liegen die ganzen verlorenen Profile wieder verstreut in Deutschland am Boden. Nicht? Alles zerbrochen und Partei und Sprecher Vogel steht ja mit seiner Partei erst am Anfang eines langen Kondolierungsprozesses. Mir tut's auch leid, gell, aber nach jeder Wahl gang ich erst immer noch einmal ins Pflegeheim und guck mir Deutschland an. Dass man noch einmal eine Psychle gemacht hat, gell? Ja. Ja. Gell? Ja. Solange man es noch besuchen darf, gell? Andere. Ja, ich meine, andere dürfen ja gar nicht mehr und dürfen auch keine empfangen. Nicht reich. Bitte? Weil nach der Deportation Waldheims ins höchste Amt, worauf sich ja der Ausschuss mit seinem Bericht übergeben hat, mehren sich jetzt die Anzeichen, dass es sich beim österreichischen Präsidenten tatsächlich um Kurt Waldheim handelt. Ja, 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 man hat ihn erkannt. Ja, ja, an Gestalt, Größe, Uniform, Abzeichen, bloß nicht am Gesicht, weil das hat er heute noch geheiß. Nein, nein, nichts zu machen. Ja, nichts zu machen. Und es gibt ja immer mehr Belastungsmomente für ihn, weil er tritt immer öfters im Fernsehen jetzt auf. Gell? Was man aber jedes Mal danach wieder sagen muss, weil er schon im Moment des eigenen Erscheinens hat er schon keine Erinnerung mehr an sich. Furchtbar. Ja. Er kann sich auch bloß erinnern, dass er als Leutnant AD, schade, gesagt hat, immer gefragt hat seine Vorgesetzten, wer macht? Ja, aber er hat nie Antwort gekriegt. Nein, weil die Frage ja schon die Antwort war. Wer macht? Ja. 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 Und wer nie eine Antwort kriegt im Leben, der muss auch mal die Fragen dann vergessen können. Hat Österreich eine schwere Hypothek mit ihm. Ja. Was andere am Häusle haben, hat Österreich ein Oberstübchen. Die haben noch alle Tassen im Schrank. Ja, die sind noch ganz dicht. Gell, da ist noch alles da. Ja. Und da glauben die Histörichten, sie können Waldheim zu Fall bringen. Wehe. Wehe! Der wird wieder einfacher Leutnant. Was meinen Sie, wenn der wieder alles verschüttet hat? Ja. Denn die Gefährlichen im Dritten Reich, das waren ja die Subalternen. Und als Subgealterter konnte Waldheim nur in höchsten Würden unschädlich gemacht werden. Ich finde es schon toll, dass er sich überhaupt erinnert, dass Krieg war. Bitte? Ja. Er hat dem Verbrechen die Wache gehalten. Na gut, das läuft. Er hat sich persönlich nicht bereichert. Oder hat bei ihm einen Deportierten von der... Also...
Baba. Ja. Bitte. Da legt mir jetzt eh streich die Schlinge um den Kopf da, zieht zu und merkt, da ist gar kein Hals da. Nein! Kein Rückgrat, nix, das geht grad durch. Das kann man gar nicht mehr aufhängen, das lebt ewig. Wisst ihr, das tausendjährige Reich hat ja dauert in Deutschland 12 Jahre. Ja, 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 wir sind halt schnelllebig. In Estreich sind 1000 Jahre noch 1000 Jahre. Ah ja! Ja, ja, und wollen Sie da nachfahren? Was bleibt uns denn da noch? Gucken natürlich, was soll man sagen? Man kommt ja auch sonst nicht raus aus Deutschland. Man kommt doch nicht raus. Wir haben jahrelang im Urlaub, haben wir jahrelang auch einen Standplatz gehabt auf der Autobahn. Ja. Ja. Schon schöne Tage verbracht am Drackensteiner Hang. Wunderbar. Ja. Ja, aber rausgekommen, ja? Rausgekommen sind wir nie. Nee. Nee, bis die Birnen reif waren, waren wir wieder zurück. Ja. 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 Da müssen wir Schwaben ja um mit Oberbürgermeister Rommel zu sprechen. Ans Eindienste denken. Ja. 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 Obwohl es mir lange nicht klar war, wieso man den Kohl Birne heißt. Ja. Und dann in der einmaligen Kombination mit dem Adenauer-Enkel täte man ihn Äpfel heißen, da wäre er vielleicht nicht so weit vom Stamm gefallen. Ja. Das tut mir leid, ich mag ihn. Ich und mein Kanzler, diese Einheit, ah, oh, unschlagbar. Ja, Kohl ist ja im Grunde genommen wie eine Droge eigentlich. Schon, na schon, guck mal, schon, na schon. Es geht uns zwar genauso gut wie vor 4 Jahren, ja, ja, na ja, 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 aber es macht uns nichts mehr aus, ja? Na ja, da ist er, ja. Und, ja, und dieses Unempfindliche, wissen Sie, in uns und im Staat und in der Regierung, das ist eben das Teuflische, oder wollen wir sagen, das Diakolische, in uns allen, das manchmal auch zur Kolik führt. Ja. Jeder krümmt sich, aber er denkt doch nicht, es sei vor Schmerzen, sondern er müsse so lachen. Sie auch, Merle? Sie denken, Sie lachen, das sind die Schmerzen. Ich sage, ja, ja, ja. In einer Kohlstandswelle kriegen wir immer nur gesagt, ach was, es geht uns gut in Deutschland. In Deutschland gäbe es Sozialprodukt. Langen Aufschwung, sichere Renten, mehr Arbeit, wenig Angst, Meinungsfreiheit zu jeder Sendezeit, stabiles Atom, glückliche Kühe, gesicherte Daten. Ich wäre so gerne mal in Deutschland, glauben Sie es. Italien! Ach Gott, nee, ist ja auch nichts mehr los, du. Furchtbar! Nee, also schon die Runde Fat, gell, das sind ja auf der einen Seite sind ja da die Berge angebaut, ne? Dann auf der anderen Seite die Trauben, dann wieder die Äpfel, dann wieder die Berge, dann wieder die Trauben, dann wieder die Äpfel, dann zwischendurch mal die Etsch und den Po, ne? Dann wieder Trauben, dann wieder die Äpfel. Ach komm, also da gehe ich bei uns einmal über den Markt. Ne? Na. Ne? Da habe ich das auch erledigt. Das Einzige ist ja nur, die haben so wunderbare Stummelstrände. Ja, mit diesen feinen, kleinen, gelben Stummeln von Zigaretten. Da kann man mal so richtig ungeniert, gell? Da sagt keinen Krebs und so, aber sonst, ne, also Florenz soll einen herrlichen Dom haben. Ja, ich war da, ich habe das Gerüst gesehen. Aber so, nee, aber, ach, da ist sie. Aber sonst, ich mach's ja auch nicht. Ich fahr auch nicht mehr runter, ist mir auch zu doof. Nee, ich mach's, ich fahr nicht mehr runter, ist mir zu blöd. Ich fahr auch nicht mehr runter. Was soll ich da? Ich fahr nicht mehr, ist mir zu doof. Ja, was mach ich? Ach, was ist denn das? Na, was ist denn das? Haben Sie mal Feuer? Ach nee, ist ja verboten, ist ja egal. Nee, pff, überhaupt Italien, gell? Das sind ja sowieso nur noch Italiener. Das ist furchtbar. Nee, wo Sie hingucken in den ganzen angrenzenden Nachbarstaaten, nur noch Ausländer. Furchtbar. Furchtbar, ja. Furchtbar. Und dann habe ich auch kein deutsches Essen im Ausland, habe ich auch nicht, gell? Wenn ich nach Pizzeria fahre und habe keine Linsen und Spätzle, da bleibe ich zu Hause.
Gell? Da habe ich mein Rostbrot und Kutl und Linse und Spätzle und süße Stickli mit Sahne. Das ist schon wichtig, das ist schon wichtig. Was? Was? Zu einem gesunden Körper gehört ein gesunder Schlagrahm. Was denn? Was denn? Mensch, Sana im Körper, Sana heute. Wie sind es aus da? Was sind sie noch gemacht? Aber habe ich schon so viel Ärger mit den Ausländern aus in der Hau und der Heu, muss ich nicht wegfahren ins Ausland extra dafür, muss ich wegfahren. Wie sind das, wenn ich schon die Asylanten sehe, gell? Ist das schon so sehr? Ja, schmeiß doch raus endlich, schmeiß doch raus. Das Elend macht mich ganz krank noch, gell? Wie sind das aus da? Jetzt hat man es gerade rausgeschmissen als Gastarbeiter, dann kommen sie über das Asyl wieder rein zu. Grundgesetz. Wenn das Grundgesetz es vorsieht, habe ich morgen eine Tamilin im Bett. Ja. Im Dritten Reich wäre doch auch können auf die Idee kommen, dass man nach Tamilin asylt. Ja. Okay. Die soll sich doch selber eine Demokratie ausdenken. Aus seiner Not was machen, gell? Ohne Not hätte mir noch nach 45 bis heute kein Grundgesetz. Da hat man schnell nach dem Krieg, hat man schnelle bis sauberes Brauch für die Welt zum Vorzeigen. Da hat man sich halt in der Eile klar, aber missverständlich ausgedrückt. Ja, da heißt politisch Verfolgte genießen Asyl, heißt da. Ja, was politisch verfolgt? Ja, was? Ja, Menschen. Ja, das muss man dazu sagen. Das ganz klar ist, für die dritte Welt gilt es nicht. Ja. Hat deswegen will's ja der Strauß. Gibt's das Strauß? Gibt's das? Ja, der will's ja abschaffen für die dritte Welt. Wisst ihr, das ganz klar ist. Er will auch was, ich glaube, er will auch was bei den Zähnen gebaten tun. Gibt's das? Gell? Da heißt mir auch bloß klar, aber missverständlich, du sollst nicht täten. Heißt aber, du sollst nicht täten. Ja, wen? Ich war's nicht. Ja, Menschen nicht. Ja, das muss man dazu sagen. Das ganz klar ist, für die dritte Welt gilt es nicht. Das ganz klar sein. Ah ja, da heißt am Anfang heißt irgendwo, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt da. Da soll der Strauß gleich einfügen, des deutschen Menschen, damit es ganz klar ist, wisst ihr. Ah ja, guck mal. Unser Grundgesetz ist einmalig, ist doch das, einmalig. Aber ja, einmalig halt. Wenn einmal einer kommt in 40 Jahren, und nicht politisch, da sagt man es freilich, an dir will ich es ja mal beweisen, das können wir beweisen. Aber doch nicht Tausende. Doch nicht jährlich Tausende. Das muss dauernd benutzt, da wird das Grundgesetz ganz abgenutzt. Der Deutsche meint immer, er muss die Literatur, die er hat, muss er wahr machen. Guck mal. Da hat doch der Goethe, gibt's das Goethe? Gibt's das? Ja, Goethe, hätte ich ja gesagt, Goethe. Ja, eben. Und da hat doch etwas geschrieben. Wörter, gibt's es? Ja, Wörter, gell, ja. Haben Sie es gelesen? Ja. Gell, und da hat doch der sich umgebracht in dem Stickli. Gell, haben Sie, gell, ja. Und da haben die Leute gelesen damals, wie der sich umgebracht hat in dem Stickli. Und dann die Leute, bloß, dass das Stickli wahr wird, schau mir das vor. Haben die sich reihenweise danach umgebracht danach? Sie auch, gell? Nein. Und wenn das Grundgesetz wahr wäre soll, dann muss man es anpassen, der Realität anpassen. Recht auf Arbeit, bei der Arbeitslosigkeit halt. Entfernen, raus damit. Versammlungsfrei, bei den furchtbaren Demonstrationen jetzt. Raus, ganz entfernen, hat man gar keinen Ärger mehr. Würde entfernen, Meinung entfernen, Meinungsfreiheit, bei den Zensuren raus, entfernen, weg damit. Das geht gerade zum Abstieg so lange vielleicht. Gerade zum Abstieg. Nein, nicht einmal. Nicht einmal, gell? Da was übrig bleibt, ist der Titel. Und der reicht fällig, gell? Mehr weiß man von der Bibel auch nicht wie den Titel. Nein. Was drüber rausgeht, ist große Dichtung unserer Grundväter. Fiktiv, dass man das Volk für ein paar Stunden in eine Scheinwelt entführt. Das Grundgesetz ist bloß tragbar als Taschenbuch. Ja? Und der Dings, wer hat es denn überhaupt geschrieben? Das Grundgesetz, wer war? Da steht gar nichts drauf da, gell? Das Grund, wer hat denn das geschrieben? Hat
Konzalik. Der hat's als Roman gedacht. Das soll man nicht verfilmen für die Wirklichkeit. Das lebt von der Vorstellung, lebt es. Das verliert in der Darstellung. Das lebt von dem, was ich mir dazu denke. Von dem Geist lebt es. Ne, Äthiopien wäre schon mal schön gewesen. Nicht Sudan, so runter, so Diät und so zum Hungern. Ja, ich weiß, das kann man auch hier zu Hause, aber nicht mit der Sicht und der Lebenseinstellung. Aua, ach nee, die hungern doch leichter, wenn ich mitmache. Also nein! Ach nee, da kommt bei mir auch einfach das Soziale durch. Dass mir sagen, so, die brauchen mich so vom Hungern her. Aua, ich würde auch furchtbar gerne leben, so mit den Leuten hungern. Das muss doch irre sein. Ach nee, also wenn ich mir sowas nicht vom Urlaub mitnehme, ist ja so ein Land nur heiß und sonst gar nichts. Und das ist mir einfach zu wenig. Das tut mir voll leid. Nee, also Med in Italien ist ja viel zu wenig. Da ist ja nichts Soziales dabei. Da hungert ja kein Mensch. Grauenhaft. Nee, das ist ja nur heiß. Nicht? Die haben ja auch nur Klassik im Kopf. Furchtbar. Im Grande Theater haben sie die Neunte gegeben von Beethoven. Naja, ich meine, die Musik ist doch von uns Deutschen. Ist ja egal. Naja, also schön. Die Musik ist wunderbar, aber zu Hause würde ich sie mir nicht hinstellen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Nicht? Ich habe dann dabei die Plätze gezählt, ja, und alles mit der Ode im Ohr. Freude, schöne Götter, Funken. Nicht? Schiller, der Text ist auch von uns Deutschen. Ist ja egal. Naja, also schön. Wenn der Schiller das schon nötig hat, über seine eigene Musik zu sagen, sie sei eine Freude, sie sei eine Freude. Aber ach, da habe ich ja noch nie was davon gehalten. Grauenhaft. Nee, und die sind ja auch so, bitte? Ja, ist auch so hellhörig in Italien. Furchtbar. Also, oder sind die so laut? Ich weiß es nicht. Aber ich hörte zum Beispiel jede Nacht, wie die nebenan das Licht anknipsen nebenan. Vor, dann habe ich die ganze Nacht wachgelegen, bin ich, hab ich, weil ich drauf gewartet habe, was sie wieder ausmacht. Grauen! Deswegen hänge ich so am Sozialen. Glauben Sie das? Da kann man sich auch mal wachliegen dafür. Na, also einfach nur wachliegen in Italien, das ist mir wirklich zu wenig. Das tut mir furchtbar leid. Na, das ist mir zu wenig. In Afrika jederzeit. Ach nee, also für die Hungernden wachliegen, weil einer Knips finde ich wunderbar, mache ich herzlich gerne. Ich muss was sehen im Urlaub. Wissen Sie, dass man sich auch mal Minderheiten anguckt, nicht wahr? Ja, aber man kann das doch aussprechen. Warum denn nicht? Ach, ruhig mal zu Negers nach Afrika. Warum nicht? Ja? Für die sich wachlegen. Dass man mal Existenzfragen hat. Warum sind die Negers gerade in Afrika? Ja. Weil, nicht, bei denen ist das nachts so dunkel, da gehen die so in die Umwelt ein, da kann von Minderheiten überhaupt nicht mehr die Rede sein. Ja, aber um solche sozialen Zusammenhänge zu erkennen, da muss man erst mal hin. Mache ich furchtbar gerne, so was Soziales. Ja, dass man dem mal als Kelch vorübergeht. Mhm. Als Mahnmal mal. Die dran erinnern, du, uns ging's auch nicht immer gut. Aber wir sind dabei, wir liegen wach. Mehr kann ich nicht tun, tut mir leid. Ich kann auch gar nicht die Sprache nehmen. Ich kann ein bisschen die Aussprache, aber sonst kein Wort. In Aussprache bin ich gut. Also, von allen Problemen der Welt kann ich nur die Aussprache. Nee. Tut mir leid, mir gibt es was, wenn ich da unten bin. Tut mir furchtbar leid. Mir gibt es furchtbar viel, wenn ich da unten bin. Tut mir furchtbar leid. Mir gibt es furchtbar viel, tut mir furchtbar leid. Guck es mal, mir hängt doch im Monat so und so viel Müll. Das muss doch aufgeklärt werden. Ja? Ich habe jetzt gestern gekauft an Bressack 5 Kilo. Esse tun mir maximal eins und vier sind zum Wegschmeißen. Ich möchte nicht montags, wenn der Müll kommt, da hocken und die Mülltonne ist zum Leeren nicht voll und das Müllgeld ist weg. Okay. Wenn der Müll nicht wäre, ich bräuchte gar keinen Pressack. Aber das ist eine formale Frage, ja? Das ist eine Etikette, Label. Man trägt den Müll wie eine politische Entscheidung. Als Label, ja? Tragen Sie auch Etikette? Die große Schildle, auf denen die Hemden draufdruckt sind. Der Deutsche muss vergleichbar sein, ja? Die Firma muss drauf. Wenn sich mal Alte frei macht,
Und auf dem BH prangt nicht groß der Name vom Designer. Ich sag, Mensch, zieh dich wieder an! Wo ist da Stiel und Niveau? Ein platter BH, ohne dass ein Weltkonzern dahinter steckt. Das schmiert's menschlich, ja? Die Ware bestimmt das Bewusstsein, aber auch die Marke. Was keine Name hat, ist Schall und Rauch. Ja? Das liegt aber am Denken. Guck es dir, der Deutsche hat heute gelernt, weniger denken, aber mehr sein. Na. Wer mehr denkt, kommt ja gar nicht zum Sein. Da kommt bloß diese Mangelerscheinung, diese Angst vor der Leere des Mülleimers. Ja? Was nützen mich die Probleme der Welt, wenn ich im Kaufrausch liege? Der Deutsche verkommt, oder sagen wir, verkommt zur Kaufkraft. Haben ist gleich Sein. Ja? Der Unterschied ist bloß noch zwischen Soll und Haben. Ja. Soll ich haben oder soll ich sein? Das ist doch gleich. Man fragt heute, soll ich sein haben oder soll ich haben sein? Ja? Auf alle Fälle soll mein Haben mein Sein. Sein, das ist ja klar. Ja. Der Deutsche hat heute weniger Bewusstsein, gerade auch wegen Krieg und wegen Kohl. Er hat ein Bewussthaben. Ja? Kein Dasein, ein Dahaben. Mit jeder Tüte bin ich mehr. Kohl, ja, Kohl. Man fragt nämlich, sehen wir das? Neu haben wir das. Wir haben's. Und deswegen ist das für mich auch so wichtig vom Kaufen her, das Soziale. Ach nee, sonst kommt man schon gar nicht mit der sozialen Bevölkerung in sozialen Kontakt mit der sozialen Bevölkerung. Die brauchen das doch, dass ich denen was abnehme. Also fühle ich mich verpflichtet, das tut mir furchtbar leid. Da fühle ich mich einfach verpflichtet, das tut mir, aber fähr sowieso nicht mehr hin. Nee, weil die ganzen Länder, wo man so früher richtig konnte, die werden ja immer deutscher, das ist ja grauenhaft. Am schlimmsten bei der Umwelt, ja, deswegen fahre ich so gerne nach Afrika. Ach, da ist die Erde verbrannt, da sagt kein Mensch, was die hungern ja nur. Herrlich! Hier muss jeder Baum ins Gesetz und bleifrei und Tempo 100 und bleifrei und Tempo 100 und bleifrei und bleifrei und bleifrei und bleifrei und bleifrei. Und ich mach's nicht mit dem bleifrei! Ich mach's nicht! Gut, es schadet nichts am Auto, aber Blei schadet ja auch nichts am Auto. Also wieso? Umwelt, es geht ums Auto. Das sollte man auch mal akzeptieren in einer gottlosen Zeit. Sollte man froh sein für jedes religiöse Gefühl. Aber da hat die Kirche noch nichts gesagt, dass bleifreies Benzin einfach vom Glauben her schon nicht wählbar ist. Der Körper braucht's doch auch. Ich kann ja ohne schon gar nicht mehr. Ich war neulich einmal an einem Berghang weg. Ganz reine Luft. Mir war schlecht. Atemnot und Pickel ins Gesicht kriegen. Aber das erste Auto, wie ich zurück war, ich habe mich hinter an der Auspuff noch. Ja. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis ich wieder zu mir kam. Und dann bitte, ich meine, das Geld mehr beim Blei, das gibt ja auch mehr Geld über die Steuer für den Umweltschutz. Ja. Wenn meiner Alter eine Rah haut, hinunterhaut, also Rahhaut sagen wir, und gibt dafür 5 Mark Schmerzensgeld. Mensch, ich wär doch blöd. Ich stell mein Alter nicht 8 Stunden am Tag auf die Straße zum Rahhauen. Jede Bleifüllung sind 5 Mark Schmerzensgeld für die Ohrfeige an meiner alten Umwelt. Gell? Bleifrei, ich denk nicht dran. Legen Sie mir ein richtiges, ein gescheites Gesetzle vor. Jederzeit.
Ich bin Deutsch, ich will schriftlich. Ja. Ja. Die Gesetzmäßigkeit des Deutschen liegt in der Regel. Ja? Wir können uns nur frei bewegen, wenn der Spielraum auch begrenzt ist. Man muss es uns vormachen in Deutschland. Demokratie muss bei uns gemacht werden. Vorgemacht werden. Da wird uns was vor. Verstehen Sie? Demokratie setzt bei uns die Vernunft der Masse voraus, die der Einzelne nie haben kann. Ja, oder glauben Sie, mir Schwabe tätet Kehrwoch machen, wenn Schildle nicht raushängen? Man hat immer gesagt, der Deutsche wäre so ordnungsliebend. Das ist gar nicht wahr, Sie. Wir sind ganz chaotisch. Ja? Wir werden nur mühsam zusammengehalten als Masse per Gesetz. Der Deutsch ist bloß haltbar in Gesetzen und Gesetzesvorlagen. Und bis da zum bleifrei Keine vorliegt, rate ich Ihnen im Sinne Ihres eigenen Deutschen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen mit Freiwilligkeit. Bleiben Sie frisch in dieser Sache. Nicht müde werden am Bleiballen. Und ähnlich. Wir machen das jetzt noch 2-3 Jahre, ne, dass wir uns das Soziale in der Welt angucken. Dann können wir ja gemütlich mal an den Nordsee Urlaub machen. Ich merke mir ja sowieso nichts mehr. Ach nee, ist ja furchtbar, du. Ich war in Rom, London, Garmisch-Partenkirchen, ja. Aber was ich jetzt im Einzelnen da gesehen habe, nee, also das weiß ich eigentlich nicht. Was merke ich mir denn hier vom Heimatmuseum? Ja? Da muss ich erst immer noch einmal hingehen, gell? Da fällt es mir ein, ach Gott, ja, das hast du schon einmal gesehen. Die Museums waren ja auch alle gar nicht offen in Italien. Die könnten ja, die hungern ja nicht. Gell? Die Sudaner wären gerne 1000 Mal am Tag mit dem Museum offen, aber die können ja nicht, die hungern ja. Das ist das sogenannte soziale Gefälle, ja? Dass du bei den Italienern vom Hungern her nichts mehr machen kannst. Die haben es ja, aber geschlossen. Ah, da ist es ja. Ah ja, da haben wir es ja. Gott sei Dank, da ist es ja. Ja, bei den Italienern gibt es ja immer nur next time, später, später. Das ist ja furchtbar da. Nein, da heißt immer nur moje, moje. Die leben nur vom Gewesen und Gekommen. Ja? Wesen und Kommen, Verwesen und Verkommen. Dasein gibt es bei denen gar nicht. Ne? Das macht das so schwer, wenn der eine gestorben ist. Da weiß nie, ist er vielleicht erst mal tot. Das Endgültige tritt bei denen frühestens einen Tag später ein. Das ist aber endgültig. Kein Wunder waren die alle damals so verwundert, wie den Vesuv runterkam. Pompeji hatte ja keine Verspätung. Ach, du liebe Sache. Ach, was ist denn das? Geh doch weg. Na, geh doch erst. Na. Den kannst du ja noch angucken. Hier sehen Sie den in seiner Tragik verdienstvollen Vesuv. Ach du liebe Zeit, na, das brennt ja, geh doch raus. Na, was ist denn das? Ist ja viel zu viel. Na, geh doch aus. Ach, bei anderen Rauchern geht's doch arg. Entsetzlich, du, die Frie, verspannt. Und da hat ja keiner überlebt, keine. In Pompeji keiner überlebt. Nix, keiner überlebt. Na, bis heute nicht. Nix. Ich meine, die hätte ja Zeit genug gehabt. Aber die haben alle gedacht, Gott, next time, moje, moje. Das Geistige hat ihnen da den Kopf gekostet. Aber an Sachen sie alles erhalten, geblieben gewesen, alles. Alles. Da denkt mir doch dann, wenn man das heute ausbuddelt, ne? Das wäre ganz neu. Ne? Nee.
Ist ja ganz alt. Ja, und das erschüttert mich. Wenn ich mir denke, mit meiner Gefriertruhe. Wenn ich da Fleisch eingefriere. Das ist ja wohl trotzdem in 2000 Jahren noch auf demselben Stand wie heute, von vor 2000 Jahren. Also ganz alt. Das macht mich fertig. Wenn ich mir denke, ich gehe heute in eine Gefriertruhe und bin in 2000 Jahren noch auf demselben Stand wie heute. Naja, also komm, ich meine, da hätte ja das Frieren überhaupt keinen Sinn gehabt. Er will sich doch auch weiterentwickeln. Auch ohne, dass man was dazu tut. Na, das ist doch unser Problem, ja? Dass wir von 2000 Jahren eine Weiterentwicklung erwarten. Und es ist eigentlich stehen geblieben. Auch ohne Lava. Ne? Ach, sowas wie Pompeji könnte ja sowieso nicht mehr passieren heute. Meh. Da wären gleich Hilfstruppen da und würden alles zum Leben ausbuddeln. Ja, weil du ja nichts mehr erhalten kannst heute. Es gibt ja nichts Endgültiges mehr. Es hat aber auch wieder seinen Ursprung in Italien. Siehe oben, next time, später, später. Und was ist damals leer war auf den Straßen in Pompeji? Na, geh doch mal das. Sind ja nur Touristen. Und die musst du abziehen. Die gab's ja damals noch nicht. Und trotzdem lebt's. Das Stillstehen lebt. Das Stillleben steht. Das Tote sind eigentlich die Touristen. Ja, da ist mir der gegebenen Satz von Leben und Tod so eingegangen. Tod ist was ganz anderes, wie wir es kennen. Tausende von Besuchern tragen am Wiedererwachen dieses Todes bei, indem sie da sterben, sage ich mal. Ja? Also tot sind gegenüber dem Leben. Ne? Dem toten Leben. Die gucken nur. Und das kann ich ja nicht. Da merkt auch keiner, dass er keine Ansprache mehr hat. Sind ja alle tot. Dabei würde mich das ungeheuer interessieren, wie die Zeiten damals gewesen sind. Wie sie heute sind, naja, das interessiert mich nicht. Das sehe ich ja. Das kann mir doch keiner sagen. Die meisten sind ja tot gegenüber ihrer Gegenwart. Ich lebe auch erst. In der Vergangenheit? Ja. Was hätte ich damals leben können? Auf der anderen Seite Sie. Wenn man mich heute fragt, zu welcher Zeit ich gerne gelebt hätte, dann möchte ich sagen, ach, wissen Sie was? Heute? Hätte ich gerne. Ich hätte gerne heute gelebt. Hätte ich gerne. Jetzt lebe ich halt jetzt. Man kann sich's nicht aussuchen. Oh nein! Diese schonungslose Qual! Nacht für Nacht wird unsere schöne Hymne im deutschen Fernsehen durchgewalkt und abgenudelt. Dabei verbinde ich mit der Hymne die Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber sieh mir an zum Herrn. Gut, ich kann umschalten, aber da ist das Gleiche. Es ist halt ein Mädchenkompromiss. Ja? Und es ist alles Kopie. Ja? Wir sind nicht Frankreich und nicht Amerika. Wir haben 45 Ebbes weggeschmissen und die dritte Strophe behalten. Da ist nichts Neues dazu gewachsen. Gell? So wie wir 45 die Demokratie verschrieben kriegt haben, so kriegen wir jetzt die Hymne aufs Haupt. Aufs Rezept. Gell? Dabei haben ja wir Deutsche immer noch Infizierungsprobleme. Ja. Gegen das Deutsche sind wir irgendwie immun. Wir waren zu lange Deutsch. Gell? Da ist noch Gegengift in uns. Es wird noch nichts besser, wenn wir täglich die Hymne einnehmen. Und wer nimmt denn überhaupt? Ja? Entweder schlaft man, ja,
Die Einschlafquote beträgt 80%. Oder man guckt gar nicht, oder man ist Speier. Aber da bleibt nichts Deutsches mehr übrig. Und wenn, wie lange hält man das aus? Lassen Sie Ihrer Alte einmal pro Minute einen Tropfen aufs Hirn fallen. Schon eine bewährte Foltermethode. Hat die wird Ihnen verrückt. Und so geht's mir mit der Hymne genauso. Wenn ich aus den Spätfolgen der Nachrichten ins Grieseln der Nacht dämmere, da werd ich verrückt. Sie, das Nationale im deutschen Fernsehen hat mich zu einem schreckhaften Menschen gemacht. Ich guck mich oft an und denk, bin ich wirklich so deutsch? Nein, ach so, Entschuldigung, Moment. Dass ich das Jahrzehnte durchhalte, jede Nacht. Und irgendwann kommen ja auch die psychopathischen Kosten für die Krankenkasse, gell? Wenn das Nationale aus mir ausbricht. Ausgebrochen wird. Eingenickt sind Recht und Freizeit. Ach, Mensch. Ich schaff's noch nicht einmal bis zur dritten Strophe. Dabei sendet sie bloß die dritte. Das heißt, wenn der sagt Wetter, da werd ich schon verrückt. Das geht so weit, wenn der Kohl etwas abschreitet im Ausland und sie Hymnen. Da denk ich ja, Menschenskinder, du, war denn schon das Wetter? Oder hat er schon Sendeschluss? Ja, weil für viele von uns Deutsche die Hymne ja ganz allgemein Sendeschluss war, wisst ihr? Der Schock 45, der hat ja erst eine solche Lähmung mit sich gebracht. Das gab ja erst die Möglichkeit, mit hymnenloser Demokratie infiziert zu werden. Allmählich wacht jetzt doch der deutsche Körper wieder auf und versucht, zu sich selber zu finden. Nee, das deutsche Symbol ist nicht unbedingt demokratisch. Demokratie ist kein urdeutsches Symbol. Das deutsche Symbol ist mehr hymnisch glorifizierend, ja. Bayern hat ja schon gleich nach dem Krieg wieder angefangen, Deutsch zu werden. Ja. Wenn in Bayern die Bayern zur Urnewahl fahren, da heißt die Wahl bloß Strauß, ja? Die anderen Parteien, wie die legitim gewählte SPD, bitte, die befindet sich ja in Bayern mit einem Ladengewicht von 26% seit 30 Jahren in Unterbindungsgewahrsam. Ah ja, das sagt ja der Strauß, die Macht ist für die SPD in Bayern ein Wechsel, der nicht auf sie ausgeschrieben ist. Ja, ja. Ihre schärfste Form von Protest ist, dass sie sich hier und da bedenklich am Kinn kratzen. Und auch nur wegen persönlicher Verfolgung. Ja, ja, ja. Denn das größte Asylantenproblem in Bayern und Baden-Württemberg stellt ja die SPD dar. Ja, sie sind zwar nicht anerkannt, werden aber auch nur zögernd ausgewiesen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Da ist Bayern vorn, wie auch bei den Armleuchtern, Kronleuchtern, Kronzeigen, Kronzeigen, da gibt es ja von Bayern ausgehend revolutionäre Zellen, wie Zimmermann, Bangemann, Engelhardt, die das deutsche Rechtsverwesen nicht in Frage stellen, weil sie gar nicht nach ihm fragen. Asyl, Demonstranz, dann Terror, ja, da werden die Gesetzle für die Zimmermänner zu Kronzeigen. Das Verräterische, gerade in dem Gesetz mit den Kronzeigen, unter Verrat an ihm ist, dass halt der Zimmermann endlich einmal auch etwas sagen möchte, ungestraft als Kronzeuge. Ja! Und meistens wird ja gern so ein Gesetzle angeboten im Doppelpack. Ja, halt günstiger. Jetzt zum Beispiel das mit den Kronzeugen, sagen wir zum Beispiel mit Schutzobservatifizion.
Bloß zum Beispiel, ich könnte Sie Ihnen gerade mal ein bisschen verklären, dass es da davon hin. Jetzt kommen Sie mal, jetzt passen. Nur bleiben Sie. Ich kenne mich aus, Sie brauchen mich bloß nicht fragen. Jetzt bloß zum Beispiel, passen Sie auf. Die Fahnder fanden das Leben des Opfers aus noch vor dem Täter. Der Staat ist vor dem Täter am Tatort, kann mit dem Kronzeugen die Fahndung noch vor der Fahndung anfahnden, hat den Täter noch bevor es zur Tat gekommen ist und kann sogar die Tat noch vor dem Täter selbst ausführen. Ha? Oh. Ja. Also das... Das Konzentrat von Rechtsstaat ist heute das Denunziat. Instant-Justiz. Ja, recht schnell aufgegossen. Es pulverisiert sich im Gebrauch. Man kriegt einfach mehr Wahrheit aus einer Packung Recht. Aber Bayern ist auch vorn beim Datenschmutz, beim Demonstrationsunrecht, bei der Erteilung von Abreibungen an schwangere Frauen. Dann Aidspflicht. Ja. Sicherheitsgefetze. Da sagt ja der Zimmermann, wird sich in Deutschland allmählich nicht mehr nach dem Recht gerichtet. Das Recht wird gerichtet. Das ist bloß sprachlich ein bisschen verknappt gewesen. Und man fragt sich, welchen Ruinencharakter muss deutsches Recht haben, bevor es unter Denkmalschutz kommt. Wie Wackersdorf zum Beispiel. Ganz wichtig. Ja. Wiederaufbereitung für Deutschland. Ganz wichtig. Ha ja, gerade auch für den Tag nach Strauß. Aber der ganze Abfall muss doch irgendwie beseitigt werden. Boah. Sie können den Strauß nicht auch vielleicht noch nach Pakistan oder Libyen verschieben, der Herr Frau. Und entlagern geht bei ihm gar nicht. Nein, denn genauso wie sich entgelagerte Radioaktivität freisetzt bei Erdbeben, umso mehr setzt sich, je mehr an Ungeheurem passiert im ganzen Land, umso mehr gefährliches CSU frei. Ja. CSU ist in Bayern wie ein Geschwür. Wisst ihr, wenn sie das wegschneidet, dann kommt gleich dieses Vakuum nach dem Nichts, in dem die Metastasen blühen. Ja. Es geht ja noch ganz schnell zu Ende und deswegen lässt man sie lieber dran und hat so noch ein paar schöne Jahre zu Hause. Ja. Und so einfach ist das ja lange, lange nicht in Bonn, ja? Obwohl ja da die Regierung doch auch froh ist, wenn eine Wahlperiode zu Ende ging, in der die Regierung so oft ihre Tage hatte, dass Neigeburten von vornherein ausgeschlossen waren. Es wird einem ja doch alles vorhergesagt, was wir im Nachhinein dann entscheiden sollen. Ja, was sagt der Kohl? Wir sind ein demoskopischer Rechtsstaat geworden. Wir hatten eine Meinungsforschungsfreiheit. Ja, man fragt nicht mehr uns, haben Sie zu Kohl eine Meinung? Wir fragen die, haben Sie zu Kohl eine Meinungsforschung, die wir dann äußern könnten? Meinung fällt bei uns unter die neue Kapitalflucht. Ja? Der Abfluss unseres einzigen demokratischen Vermögens Meinung ins Ausland. Meistens ist es ja Amerika. Viele legen ihre Meinung lieber in Amerika an. Ja? Da sagt der Kohl auch, was brauchen wir auch noch? Meinung in das Land nicht. Das geht uns gut. Hm? Was heißt Arbeitslosigkeit, Soziales? Das sind doch Minderheiten, nicht? Wir haben ein Mehrheitsprinzip, so funktioniert der Demokratie. Wenn es bloß 51% in Deutschland gut geht, dann geht es uns absolut gut. Ja, das Gutsein hat dann die absolute Mehrheit. Und da merkt man eben doch, wissen Sie, dass in Deutschland allmählich der Demokratie zum Aphorismus wird. Ja, die Kurzform eines Gedankens
ein Gag. Ja, Wahl ist alle 4 Jahre die schlagartige Erhellung, wie es sein könnte. Ja, wie es zum Beispiel die Verfassung vorgibt. Nicht? Obwohl gerade die ist auch negativ besetzt. Es gibt Verfassungsbeschwerde, Verfassungsfeind, Verfassungsklage. Verfassungswidrig, verfassungsmäßig. Sie ist negativ besetzt. Man sieht sie auch unter der Besatzung zustande gekommen. Also praktisch als Strafe für den Krieg diktiert worden. Na ja. Nach dem Ersten Weltkrieg war es Versailles, nach dem Zweiten die Verfassung. Also. Es ist nicht das Einzige, was wir von den Amerikanern haben. Na, wir haben auch den Konsum und Kreditkart, den Glauben als Kreditkart, das gibt es da schon. Es glaubt sich bargeldloser. Glaube kommt ja von Kreditkart, glaubewürdig. Es gibt ja auch noch mehr, ja. Ja. Ah. Was wissen wir von Amerika? Klischees, ist ja klar. Guck mal. Was wissen die von uns? Das interessiert ja uns das mal. Guck mal. Für Amerikaner ist Europa gerade, naja, ein bisschen differenziert ist es natürlich, aber sagen wir mal, Frankreich wäre für die Amerikaner Mode und Essen, na klar. England natürlich Royal Family. Mehr ist ja fast nicht drin. Na. Deutschland ist Mauer, Nazi und Terror. Ne? Lederhose ist auch schon lange durchgesessen. Und von den Italienern wird ihnen doch immer erzählt, wie schnell da die Regierungen wechseln. Jetzt wieder, damit sie sehen, dass Demokratie eben nicht funktioniert. Klischee. Mehr haben wir von denen auch nicht. Ne. Der deutsche Durchschnittler kennt doch voll Amerika, gerade Dallas und Denver. Ja. Die Wegwerfware, ja? Keine Wahrheit, keine Fiktion, kein Spielfilm, nichts, nur das blanke Leben in der Reihe, immer das Gleiche. Schauen wir mal. Moment, ich hab gleich. Software. Ja, nicht Hardware. Leben ist nicht programmierbar. Leben ist, was man eingeben muss. Software, aber. Die Software Leben ist außerhalb von Dallas eine Hardware. Harte Wahrheit, habe ich eigentlich gemeint. Na, ist egal. Wenn man dann ins Leben umschaltet, nicht wahr? Denn die Realität im deutschen Fernsehen wäre am liebsten doch nur noch Guldenburg und Schwarzwaldklinik und Dallas und Denver. Aber auch da ist Bayern ja vorn. Ja? Was nicht Traum ist, wird aus dem Programm herausgenommen. Wisst ihr? Ja. Die Fantasie muss angestachelt werden. Liberal. Wenn ich in einen Sexclub gehe, dann will ich das Höschen sehen. Was drunter ist, stelle ich mir vor. Bloß nackt ist oft erschreckend wenig. Demokratie in Deutschland stelle ich mir vor. Die nackte Demokratie ist in Deutschland oft erschreckend wenig. Und das Höschen der ARD, also die Bayerische Fernsehintendanz, erweist der Demokratie immer wieder einen Bärchendienst. Einen Bärendienst, ja? Wenn ich alle. Guck mal da! Wenn ich alles unzensiert sehen kann, will, da wird ja mein Rechtsempfinden überhaupt nicht gestört. Und der Deutsche braucht einfach zur kritischen Einstellung den Druck. Ja, was er hat, das gilt ihm nichts. Nee, der Deutsche ist eigentlich nur für den Weg geeignet und nicht fürs Ziel. Tja, wenn es nicht vorwärts geht, dann geht es eben wieder rückwärts, ist doch egal. Nicht? Hauptsache irgendwo hin, nur nicht dahin. Ist auch der Bayern-Verdienst, ja? Die haben eine Grabkammer unserer demokratischen Titanic bewahrt davor, sich mit Wasser aufzufüllen. Wenn die das ganze Schiff nicht halten kann, da geht sie wenigstens als Symbol. Mitunter. Ach so, naja. Und das darf man nicht gefährden. Das wollen wir ja auch gar nicht gefährden, denn wir sind ja wieder auf dem Wege, wollen wir mal sagen,
deutsch zu sein. Nicht wahr? Obwohl ich mir ja oft denke, ach Gott, naja, also den typischen Deutschen, gibt's den eigentlich? Hm? Ich gucke mich oft in den Spiegel und denke, sehe ich Deutscher wirklich aus, wie ich als Deutscher? Also wie einer, der mir fremd ist. Sehe ich einem Deutschen ähnlicher als mir oder der Deutsche mir ähnlicher als ich? Bin ich man selbst oder ist man deutsch? Da haben wir ja Probleme mit, ne? Mit dem Deutschsein? Schon. Nicht umsonst sind die Deutschen immer die Auswanderer, nicht? Amerika ist voll von Einwanderern, komisch, nicht? Die Deutschen wollen immer raus, ja? Das hängt aber auch zusammen, wissen Sie, mit dieser Suche und dem Tiefen, ja? Der Deutsche will ja immer tief sein, nicht? Das sagt der Deutsche auch von den Amerikanern, dass die so untief sind. Das sagen wir doch, nicht? Die sind so oberflächlich, so reden wir doch daher. Die kennen keine Freundschaft, das ist doch unsere Meinung, nicht? How are you? Schon dieses Entsetzen auf amerikanischen Gesichtern, wenn man als Deutscher diese Frage ernsthaft beantworten möchte. Ja? Auf der anderen Seite kennen die Amerikaner ja nur wieder keine Bekannten sprachlich. Die sagen nie, das ist ein Bekannter von mir. Kennst du die, bist du gleich Friends. Ja, Freund, ja. Man kennt sich, aber man will nichts von einem. Das ist das Angenehme. In Deutschland fremd sein, das geht tief, das verpflichtet, ja. Aber fremd sein ist auch manchmal nicht so tief zu gehen. Nee, das kann der Deutsche nicht. Nicht bei Friends. Nee. Der Deutsche will immer noch mehr geliebt sein, als er selber schon liebt. Ja. Bei den Amerikanern gibt es auch kein Sie oder Du, zumindest alles You, Du, ja. Herr Schmidt, kannst du mal? Oder auch Herr Schmidt, kannst du mich mal? Aber du eben, nicht wahr? Sehr diesseits, wie radikal diesseits. Wir Deutschen sind ja mehr jenseitig. Ja, das, was weitergeht, daran hängen wir. Im Urlaub auf Zuhause freuen, zu Hause auf den Urlaub freuen. Nur nicht im Urlaub, immer Urlaub freuen und ja nicht zu Hause. Nein. Immer jenseits von Gegenwart in Zukunft oder Vergangenheit. Ja, der deutsche Mensch lebt von der Würde. Würde ich so sein, wäre ich doch. Ja, da ist wahr, da ist so, ja. Das ist wahr, ja. Ja. Wir kommen nie auf die Idee, das Diesseits zum Ziel des Daseins zu machen. Und das können die Amerikaner. Wenn da was ausgestorben ist, das kommt ins Museum. Und die es ausgestorben haben, die stiften noch das Museum. Ja? Ja. Wir rennen um den verlorenen Wald. Die sagen, wieso im Museum muss doch genug weiter rein? Da wollte ich mal angucken, reicht doch. Wir fragen nach Sinn, die fragen noch nicht mal nach dem Unsinn. Ja. Aber das Umgehen mit Altersproblemen, das fällt ihnen aber leichter, merken Sie schon, ne? Kommen so einfache Altersprobleme, ganz einfache Sachen. Sagen wir nur so als Beispiel, ja? Sagen wir so Arbeitslosigkeit oder sowas. Ja? Hier ist ein Gezeter wegen 10% Arbeitslosen. Die machen sich was draus. Die sagen sich, Moment, wo können wir es dafür gebrauchen? Sagen wir zum Beispiel, ach ja, natürlich für Wahlen. Nur mal so als Beispiel, pass mal auf. Die Wahlbeteiligung beträgt in Amerika bei Präsidentschaftswahlen, das ist überhaupt das allerhöchste der Gefühle, vielleicht 50%. Sonst sind es vielleicht 20%, so bei Kommunalwahlen oder sowas. Gewählt wird auch nicht wie bei uns sonntags, wo jeder frei hat, sondern dienstags, wo keiner frei hat. Und dienstags nur dann nicht, wenn dienstags Feiertag wäre und jeder frei hätte. Man kann doch nicht einfach wählen, so wie wir, so hin und wählen. Nee, man muss sich zum Wählen vorher registrieren lassen, auf einem Amt, das hat aber nur auf Werktag zwischen 9 und 3, wo keiner frei hat. Also. Wer wählt die, die frei haben, dienstags die Arbeitslosen? Und die wählen natürlich unter keinen Umständen ein, unter dem sie dienstags nicht mehr frei hätten, nicht mehr wählen, können die Arbeitslosigkeit abgeschafft werden. So sind wir. Ja, Amerika. Ja. In Deutschland wählen wir zu fast 90%. Und ich meine, bringt es mehr?
lächerlich, ja? Entschuldigung, ist doch albern, ja? Das deutsche Volk ist vielleicht souverän, aber naja, also, klein geschrieben, ja? Nicht Substantiv, Adjektiv, Beiwort. Das deutsche Volk ist Beiwerk für die Subjekte in der Regierung. Ja. Ist eben alles nicht so ganz echt. Aber Amerika ist auch nicht so ganz echt. Ja, ist mir ein Land des Unechten. Das ist alles Kopie, alles. Städtenamen, Straßennamen, Charakterzüge, Stile, alles Kopie. Amerika ist ein großes Duplikat, aber so viel Duplikate auf einen Haufen. Das ist schon wieder original. Ja. Das ist noch nie kopiert worden. Schon wie sie die Geschichte nachstellen, ja? Nein, nicht der Geschichte nachstellen, Dativ dahinter, komm, nein. Die Geschichte nachstellen, Akkusativ. Ja? Natürlich im zeitgenössischen Kostüm, das ist ja klar, ne? Ja? Auf modern gemacht, ja? Amerika ist ein großes Museum, besiedelt von Schauspielern, die sich kleiden wie Leute aus dem 20. Jahrhundert. Alles ist im Stile von, auch die Freiheit, dieses große Symbol, das ist ja nur im Stile von. Ja, von den Indianern in dem Falle. Ja, den Indianern hat man genommen Land, Identität und Freiheit. Also genau das, wofür Amerika heute so gepriesen wird. Ne? Wir haben sie auch erkämpft. Gekriegt. Die Freiheit gegen jemand. Aber die Amerikaner gingen ja davon aus, es gibt eine gewisse Kapazität von Freiheit auf der Welt. Die muss man sich nehmen, und zwar nicht nur gegen jemand, sondern auch von jemand, damit der sie dann nicht mehr hat. Die Freiheit ist ja eben erst renoviert worden, ne? Oder war die Statue? Nee, es war. War nur die Statue. Es war natürlich nur die Statue. Aber wissen Sie, diese Renovierung des Selbstgefühls Freiheitsstatue hat ja die Freiheit auch nicht ansehnlicher gemacht. Aber was? Sie hat den Steuerzahler zwar nicht gekostet, das haben Firmen übernommen, das kennen Sie schon von Olympia her, da ist das in Amerika genauso. Bloß haben diese Firmen natürlich auch dafür die kommerzielle Ausnutzung der Freiheit übernommen. Also davon hat der Steuerzahler auch nicht. Ja? Er kann die Freiheit heute nur käuflich erwerben, mittelbar, über Produkte, die irgendwie mit der Freiheit zusammenhängen, unter keinen Umständen sie selbst. Also auch heute wieder ist die Freiheit, wie so oft Symbole, innen hohl. Nicht wahr? Und man muss Eintritt zahlen, um in die Freiheit hineinzukommen. Oder war die Statue? Symbolträchtig. Symbolniederträchtig. Wer es sich nicht leisten kann, die Freiheit, tja. Der muss eben selber gucken. Ja? Das ist Amerika. Das ist Amerika. Die sich selbst gucken müssen. Sich selber kümmern. Diese amerikanische Grundüberzeugung, dass der Staat den Eingriff in die Lebensführung des Einzelnen auf ein Mindestmaß begrenzen soll. Scheitert bei uns schon deswegen, weil wir das ja gar nicht kennen. Lebensführung. Way of life, Weg des Lebens, Stil des Lebens, das kennen wir doch gar nicht. Liegt bei uns aber an der Übersetzung. Way of life, wir übersetzen das mehr mit weg vom Leben. Alles in Staates Hände, alles organisiert. Das ganze soziale Nest, Netz, Meldenetz, alles gehört alles dazu. Das ist ja auch nicht, was in Amerika funktioniert. Ja? Nein, die haben noch ein verbrieftes Recht zum Wechseln der Identität, müssen Sie sich vorstellen, und ein staatliches Verbot, alle Bürger zu registrieren. Das haben die noch. Wir sind da schon im Umdrehen, nicht? Wir haben bald ein Verbot der Identität und mindestens das staatliche Recht, alle Briefe der Bürger zu registrieren. Vielleicht brauchen wir das, kann ja sein, dass wir das brauchen, ist ja möglich. Dieses geregelte Leben, ja, dieses gehaltene Sein. Ja. Der Deutsche wird ja angehalten, wie er sei. Diese berühmte Hamlet-Frage, dieses, kennen Sie auch, dieses, wie heißt das, Sein oder Nicht-Sein. Tja, der Engländer beantwortet sie bekanntermaßen, indem er sie einfach belässt. Nicht? Das ist hier die Frage, Schluss, ausreicht ja völlig. Ne? Der Deutsche beantwortet sie natürlich mit einer Gegenfrage und völliger Ratlosigkeit. Sein oder nicht sein, wen soll ich hier fragen? Ja. Und der Amerikaner sagt bloß völlig unverständlich, sein oder nicht sein, ja, was ist die Frage? Ja.
Ja? Ja. Sehr diesseits eben, ja? Radikal diesseits. Deswegen sind ja zum Beispiel auch in Amerika die Gotteshäuser zwar größer wie in Europa, aber die Menschenhäuser sind noch umso viel höher. Weil auch für den Gotte gilt, du sollst keine höheren Häuser neben mir haben. Guck mal, das Empire State, das ist nicht nur hoch, man ist auch schnell oben. In einer Minute ist man im Himmel. Ja, aber schneller kann der Tod auch nicht sein. Den Tod überholen wollen, anders kann sich Gott auch nicht fühlen. Und wenn der Amerikaner so hoch zu Dache sitzt, da staunt man eigentlich, wie klein der doch ist. So ein Mensch muss doch viel größer sein, minimal 5 Meter. Denn ein normaler Mensch in seinen normalen Maßen, der fühlt doch diese Konfektionsgröße Amerika sonst ja nicht. Als Einzelner. Ja, als Masse schon. Als Ware. Als Massenware. Eben. Deswegen muss er als Einzelner ja doch wieder nicht größer sein, als der wir Deutsche doch rüberkommen. Der normale, einzelne, kleine deutsche Mensch, der wird ja noch kleiner. Was wir nur von den Kathedralen und Domen kennen, aber gegen die Wolkenkratzer macht der Kölner Dom die Gestalt einer Pommesbude. Nicht, na ja, nur mal. Nicht fettend, ja. Was der Klerus geschafft hat in Europa in Jahrtausenden, an Menschen an Gefühl zu vergeben, im Angesicht von solchen Domen und Kirchen sich so mickrig zu fühlen, das schaffen die Amerikaner mit sonorer Weltlichkeit und ohne Gott. Und überall spiegelt sich diese Größe, weil ja überall Spiegel sind. Auf dem Empire State, bis in die letzten Höhen, alles verspiegelt. Warum? Guck mal. Der Deutsche steht da oben, ja? Und gucken, 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 gucken. Alles so weit und so unerreichbar, man wird so klein, nicht? Der Deutsche ist auch so gern so klein. Na gut. Er hat also den Spiegel im Rücken und die Aussicht vorne. Na schön. Der Amerikaner dreht sich um und hat im Spiegel die Aussicht, die er im Rücken hat. Da er aber vor dem Spiegel steht, also vor der kopierten Aussicht, sieht er sich vor dieser kopierten Größe unmenschlich viel größer. Und dass er das kann, das ist das Göttliche an diesem Menschen. Ja. Ja. Wenn keine Wolken da sind, das ist ja klar. Ja, ja, klar. Aber auch für diesen Fall sagt der Amerikaner Kunststück. Der Mensch hat eben nicht Gott und Gottvertreter. Nein. Der Mensch hat den Menschen im Alltag, wenn nicht die Sterne, so doch die Wolken erobert. Man ist selbst Idol geworden. So sieht's der Deutsche. Und das ist ihm natürlich unheimlich. Da kriegt er Angst. Aber die Frage ist für uns Deutsche wie auch immer, kennt der Amerikaner auch diese Ängste? Kennen die überhaupt Ängste? Wie gehen die um mit Ängsten? Guck mal, nur mal so als Beispiel, nur mal angenommen, nur mal. Graffiti, ja, diese Vollsprühkunst, nur mal so als Beispiel. In Amerika sind alle U-Bahnen und natürlich auch alle Schilder, die Warnungen aussprechen, das Leben schützen sollen, vollgesprüht und dicht besudelt. Niemand kann erkennen, wie er sich bei Gefahr zu verhalten hat, aber jeder weiß es. Jeder hat griffbereit ein paar Dollar, damit er seinem Räuber begegnen kann. Ja. In Deutschland ist alles gestriegelt, geputzt. Der Deutsche kann immer lesen, wie er sich wann verhalten muss. Man trifft ja den Deutschen nie ohne Beipackzettel oder auch als, das kommt dann auch vor. Aber wenn dann eine Gewalttat passiert, sagt man ja nicht, wieso hast du dich nicht gewehrt? Ich weiß es nicht, ich hab den Zettel nicht gefunden. Ja. Ach, da wäre er gewesen. Ne? Ja. Jetzt ist es zu spät. Ne? Wir brauchen die Gebrauchsanleitung, aber da wir es schriftlich haben, können wir es getrost nach Hause tragen. Nur da verlegen wir es ja meistens. Merken es uns aber auch nicht, weil wir sagen, ja, irgendwo ist es ja aufgeschrieben. Ne? Wir glauben an die Unfehlbarkeit des Zettels. Ja, wir haben den Zettel. Und wenn wieder nichts passiert, gewöhnt man sich allmählich dran. Ellen war es atomegal. Aber erst wie Tschernobyl dem Deutschen ins Leibe ging, da hat er gemerkt, ah, Demokratie ist ja auch einmal selber Stellung zu nehmen. Das Verrecken fördert das Eichenständige, die Demokratie ohne Zettel. Gell? Und wenn wieder nichts passiert, gewöhnt man sich allmählich an Atom. Man hat das ja überall aufgeschrieben, wie man sich gewöhnt hat, durch Rauchen und Schnaps und Auto umzukommen.
weil man sich an die Angst gewöhnt hat. Man macht sich nichts mehr draus. Tausende sollen immer noch an den Spätfolgen sterben. Ja, wenn sie so leben. Viele werden doch vorher überfahren oder sterben, ja? Durch Herz oder Tod, ja? Wenn man an den Spätfolgen stirbt, ist man oft schon lang tot. Das beste Mittel gegen die Angst ist ja die Angst selber. Und bitteschön, Tschernobyl war das beste Mittel gegen Gaddafi-Angst. Und heute ist doch AIDS-Angst das beste Mittel gegen Atomangst. Jede neue Angst verdrängt doch bloß die vorherige. Nach AIDS und Atom hat der Wald überhaupt keine Chance mehr. Umwelt, awa! Seveso, vergessen! Harrisburg, wie spricht sich das? Bhopal, den Geiger, kenn ich gar nicht. Wir lassen Angst zerfallen wie Jod und Cäsium. Sie bewirkt nicht mehr, weil wir sie ja nicht spüren. Wie Atom auch, denken wir. Katastrophen! Bewirken nichts bei uns. Ja? Wir verbrauchen sie bloß noch. 1945 war wenigstens nach der Angst und Katastrophe noch eine Demokratie drin für uns. Heute reicht's gerade zum Verstärken der alten Position. Wir sind doch im Verbrauch von Angst luxuriös geworden, ja? Katastrophen müssen ja mindestens als Fälle heute aufgearbeitet werden. Alle amerikanisches Fernsehen, inklusive Werbespots. Arbeitslosigkeit, Datenschutz, Umwelt. Ach, du lieber Himmel. Ist doch abgegriffen. Will doch keiner mehr wissen. Ist ja langweilig. Wird nur noch durch Fälle interessant. Wir haben AIDS. Norbert ist arbeitslos. Walter von der Umwelt erschlagen. Frank hängt unter Palmen. Deutschland berauscht sich an Fällen, die davon schwimmen. Gestern reichte ein Autounfall, ich habe auch gut, ich täte liegen lassen. Ich täte sage ihr hin, so gib er alle Schätze und Atom und der verreckt durch ein Auto, das ist ja ein Luxus. Also, uns beherrscht die Angst nicht mehr. Nein, wir beherrschen sie. Angst ist verzehrfähig geworden, ja? Mit der Angst leben lernen, an ihr drehen. Und wenn alle durchdrehen, sage ich im Einvernehmen mit meiner Regierung, Hauptsache gesund. Ja, ja, ja. Hauptsache wir leben, ja? Denn das ist doch das, wissen Sie, was wir mit dem großen Amerika eigentlich gemeinsam haben. Auch bei uns hat der, naja, wie soll ich mich ausdrücken, der Lernprozess nicht viele Instanzen. Pater Noster. Den kennen Sie gar nicht. Nein. Ist einer von uns, zu Sie und ich. Na, ich weniger, einer von Ihnen. Ich will mich nicht ausnehmen, deshalb sage ich ja schon, uns ist doch egal. Irgendeiner, wir sind ja alle nur irgendeiner. Ist doch völlig egal. Pater Noster Terzo Piano. Zu Deutsch, ich möchte im dritten Stock aussteigen. Lag im Staube und bat. Nicht, wie wir das in unserer Christlichkeit ja auch so tun. Christlichkeit ist ja vor allem bitten. Nicht? Bitten umgeben, also. Umgeben zu bekommen, kriegen, zur Not auch mit Gewalt. Zur Not auch mit Gewalt, also bitten umgeben, ja. Nicht bitten und geben, da haben Sie sich richtig verhört, nein. Bitten umgeben, nicht und. Dieses und ist ja das ewige Missverständnis des Christentums. Einmal falsch übersetzt und Jahrtausende gehalten, irre. An einem und hängt die ganze Illusion vom Christentum. Bitten umgeben, also wir wollen haben. Wie sagt man da in einem Wort? Ja, Christentum, hab's ja gerade gesagt, Christentum. Ja. Bitten um, nicht und. Es könnte natürlich auch und heißen, dann hätte es aber mit Christentum nichts mehr zu tun. Egal. Pater Noster Terzo Piano lag also und bat um. Es war so die Zeit, aber das Gnadengesuch der Menschheit vor dem Herrn bereits abgelehnt. Der Mond hatte sich auch schon vollzogen.
Und Pater Noster Terzo Piano lag in der Versenkung und bat den Herrn um die Erhaltung der Welt. Der was? Ich höre was, der was? Der Welt. Ach, natürlich der Welt. So, der Welt. So, wie soll ich sie denn erhalten? Hört er sich den Herrn fragen, fragt er sich, fragte den Herrn, fragte der Herr ihn, fragte sich dieser. So wie sie jetzt ist, so wie sie jetzt ist, so wie sie jetzt ist, so wie sie für dich jetzt ist, nicht? Ja, aha, und für die anderen auch? Ja, so, die Armen, die Entrechteten, die Gefolterten, die Hungernden, die müssen das auch so erhalten, was? Nein, also kein Erhalten, ja. Die Welt kennt kein Erhalten, pass mal auf, ja, das ist ja die Welt, verstehst du? Kein Erhalten, ja? Es geht weiter und weitergehen ist kein Erhalten. Jeder Schritt, jede Bewegung ist kein Erhalten. Ja, gib uns Schritte, gib uns Wachstum, Herr. Na Mensch, wohin denn noch? Wenn es euch nicht besser geht, dann geht es euch schlechter. Wenn es euch gleich gut geht, dann geht es euch auch schlechter. Nicht, was bei euch nicht besser ist, ist nicht gleich, sondern gleich schlechter, Mensch. Besser ist eine Oktave runtergesetzt, damit man mal von erhalten singt, bloß auch den Wachsen meinen kann. Nun, nix nun, lass mal aus, wir frohen Faden habe hier. Ich soll ja die Welt erhalten, nicht weil ihr sie nicht gemacht habt, ja? Ne? Natur ist auch so schwer in Gesetze zu packen, nicht weil sie nicht von euch sind. Nur der Mensch gehört auch zum Naturgesetz, ja? Kann sie bloß nicht reinfügen, weil es nicht von ihm ist. Wo der Mensch nicht Gott sein kann, ist er doch kein Mensch mehr. Nun, nix nun. Erhalten ist Tod und Leben. Das ist ja das Naturgesetz. Natürlich, jetzt komm ich drauf, pass auf. Pass auf. Erhalten wollt ihr, ja? Aber den Tod wollt ihr nicht wahrhaben. Ihr wollt das Leben, aber ihr wollt den Tod ja gar nicht wahrhaben. Ihr wollt die Welt, aber ihr wollt sie ja gar nicht wahrhaben. Ein Regenbogen, den Teig auch schon den alten Goethe selig sagen lassen. Der eine Viertelstunde steht. Mensch, der muss gehen, der muss verduften. Da guckt doch keiner mehr hin. Der muss gehen, neu kommen, gehen, neu kommen, gehen. Den guckt man auch wieder, kapier ich. Ich geht ihn auch so. Pater Noster Terzo Piano legte seine Zweifel in eine Opferschale und versuchte es mit einer Beschwörung. Vater unser, sagt er gerade noch. Ja, das würde doch reichen. Der, du sag, was du noch willst. Dein Wille, was willst du? Unser täglich, na bitte, ich hab's ja gewusst. Jetzt kommt noch Schuld vergeben und Übel erlösen, ne? Aber Herr, hör doch auf! Schuld vergeben, mein Hirte, Mensch! Wie komm ich mir vor? Wart ihr mal Hirte? Soll ich da eure Fladen latschen und euch kehren? Ihr macht aus mir einen Arbeiter, ja? Weidet mich auf grüne Aue. Mensch, Mensch, wo habt ihr diese idiotischen Einfälle her? Völlig bizarr. Das sind doch Psalme. Ach was, Psalme, nur weil es sich nicht reimt. Pater Noster Terzo Piano versucht es mit etwas Allgemeinem, aber der Herr hatte schon kein Einsehen. Gib mir die ewige Weisheit, bat er noch um. Wie kann Weisheit ewig sein? Ja? Wie nicht, weil sie dem Gesetz des Tages unterworfen ist, Mann? Was ist das, oh Herr, hört ihn Pater Noster sich selbst anrufen. Langmut, Langmut. Das Gesetz des Tages ist, dass keiner mehr wissen will, als er weiß. Verstehst du? Er will sogar weniger wissen, als er wirklich weiß. Verstehst du? Als er für den Ewigen, nicht den Ewigen, du Rindvieh, Tag verwenden kann. Und wenn er weise ist, wenn er weise ist, vergisst er es noch am selbigen Tag. Ach. Aha. Darf ich dich für uns wenigstens um Vernunft bitten? Nein! Du darfst um alles nur nicht bitten, verstehst du? Man kann gar nicht um etwas bitten, man geht in euren Schädel rein. Es heißt, bittet und gebt und selber was tun. Ihr bittet nur noch bittet und, Alte. Bittet und, macht Frieden, bittet und, weit weise, bittet und seid vernünftig. Ach,
Hier bitte um, das könnt ihr haben hier, ihr könnt die ganzen Ums haben hier, ich will sie nicht mehr. Und der Herr gab ihm tatsächlich die ganzen Ums. Ich weiß gar nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Die Präposition um gab er der Menschheit und nahm ihn alle uns ab. Das christliche Missverständnis gab er der Menschheit und nahm ihn alle Bindewörter ab. Nichts hatte mehr Bezug, es hatte nichts mehr Verbindung, es fiel alles auseinander. Nur ums, zusammenhanglose ums. Na um, nur ums. Und natürlich, bitte. Natürlich, was darauf folgte, das ist doch klar, nicht? Und auf um folgt ja immer irgendein Fall, ich weiß nicht, wem Fall oder wen Fall oder Akkusativ oder Wegfall. Aber nur einer. Ja, um geht nur mit einem Fall. Mit einem Fall. Es gab nur noch den Fall, als einer von uns, Pater Noster Terzo Piano, er war schon im ersten Schuss ausgestiegen, das Gnadengesuch der Menschheit war auch schon abgelehnt, auf den Knien lag und bat um. Und der um bekam mit Fall. Die ganze Welt wurde für ihn, für uns zum Fall, um zu, zum Zwecke, zum Selbstzweck. La pur la, zum zwecklosen Fall, zum Zwecke des Falls, zum Fall an und für sich. Die Welt wurde alles, was der Fall war. Abfall, Anfall, Ausfall, Durchfall, Einfall, Reinfall, Überfall, Verfall, Zerfall, Zwischenfall, Fallen. Die Welt war der Fall, aber die Falle war die Welt.